Ich habe von dem Typ noch nie ein Video gesehen. Ich glaube, ich habe den einmal bei Stay gesehen. Der Typ ist geisteskrank. Und der hat ein Video hochgeladen. Riesenwinter. Welche Waffen gegen Plünderer? Plünderer. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe aber Angst. Fucking Plünderer, Alter. Von was geht der aus? Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute geht es mal wieder um ein sehr heikles Thema, nämlich um den möglichen Katastrophenwinter, bei dem wir vielleicht ohne Wärme und auch eventuell tagelang ohne Strom auskommen müssen. Dear English speaking audience, this is another German video. I apologize, there is no English version. Thank you, Jörg Because this is specifically about a German situation. Okay. In Germany we are Thank facing you. a winter without enough gas and Really? probably with blackouts. Oh, Because of lack what? of Didn't electricity. know about that, And bro. that is a horrible scenario. I'm doing a video Yeah, no about how to shit. prepare in terms of weapons. Okay. Since the US and other places have a completely different situation, it makes no sense to Okay. translate the whole thing. But I will have a conclusion for you at this time frame down there. So if you want to jump to that spot, I'll explain some of the details to you. Wieder Thanks, zurück ins Sparabe. Deutsche. Also ich habe Oh, ganz okay, viele Deutsch. Zuschriften und Rein da, E-Mails und rein da, rein da. Messages bekommen von Zuschauern, die mich gefragt haben, wie sie sich denn am besten vorbereiten sollen auf einen möglichen tagelangen Blackout ohne Strom oder auf Gasrationierung und die Von was geht der aus? Das Schlimmste, was passieren könnte in Deutschland oder Österreich, dass für ein paar Stunden der Strom weg ist, ein Stromausfall halt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir wie in Walking Dead tagelang um unser Überleben kämpfen müssen und dass Plünderer kommen, die versuchen, mein Essen zu stehlen. Junge, was denkt die der? möglichen Konsequenzen, sprich Aufstände und Plünderung. So, also jetzt zunächst mal, ich will hier nichts beschreien, ich will keine Panik machen und ich will niemanden in Angst versetzen. Ich persönlich muss sagen, dass ich solche Zustände nicht erwarte. Ich halte das für Waffendemos? Waffendemos? Junge, der zeigt uns Waffen, wie wir uns gegen Plünderer verteidigen. extrem unwahrscheinlich, dass es in Deutschland so weit kommt. Aber ich kann es Jörg. auch nicht gänzlich ausschließen. Ich habe da natürlich ein bisschen recherchiert, um festzustellen, ob das nicht nur reine Panikmache ist und wir in Wahrheit gar nichts zu befürchten haben. Musste aber feststellen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr ist es mir klar geworden, das kann in der Tat passieren. So schlimm könnte es werden, wenn alles so negativ kommt, wie es nur kommen könnte. Der klassische Worst Case halt. Ich habe dann eine Doku gesehen, die ist noch ganz aktuell. Ich habe euch auch den Link unten reingepackt. ZDF-Doku, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, im Rahmen der Sendung Wieso ausgestrahlt. Und das ganze Ding heißt Blackout, Horrorszenario oder reale Gefahr. Tja, und ich habe mir das angeguckt und also das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Die halten das echt für sehr gut möglich, dass sowas bei uns passiert und die Konsequenzen wären dann fürchterlich. Digga, Also die haben Jörg. ganz klar gesagt, wenn der Strom ein paar Tage ausfällt, dann müssen alle Großstädte komplett evakuiert werden, weil sonst Was? der Bürgerkrieg ausbricht. Digga, Jörg. Der denkt, der Bürgerkrieg bricht aus. Berlin. München. Köln. Alle müssen evakuiert werden. Weil sonst bricht der Bürgerkrieg aus, weil Leute 3 Stunden lang nicht auf Instagram können. Junge Jörg. Jörg, Alter. Das im ZDF Hammer, ne? Also die haben wirklich, wirklich versierte Experten aufgefahren, richtige Koryphäen, Professoren, Staatssekretäre, alles Mögliche. Und das Bild, das sich daraus ergibt, das ist dermaßen schwarz, dass man am liebsten auswandern möchte. Junge, was, Alter, was labert der? Bevor ich mich dann entschlossen habe, ein Video dazu zu machen, da wird es natürlich jetzt wieder viele geben, die sagen, ja, reine Profitmache und der will uns nur Angst machen, habe ich Ja. mal einen Stimmungsbarometer-Test gemacht in der Facebook-Gruppe mit über 5000 Mitgliedern. Und die allermeisten Befragten haben in der Tat gesagt, dass sie es genauso sehen wie ich. Was Sie hast du halten dieses erwartet? Das ist Szenario für Facebook, Mann. unwahrscheinlich, aber sie können es auch nicht ausschließen. Das ist ein denkbares Szenario. Naja, und da muss ich sagen, wenn man das für denkbar hält, dann sollte man sich auch darauf vorbereiten. Vorsichtsmaßnahmen erweisen sich meist dann als überflüssig, wenn man sie getroffen hat, was leider nicht heißt, dass man sie nicht treffen sollte. Also nochmal, wenn bei uns tagelang der Strom weg ist, es keine Wärme gibt, es kein Licht gibt, es keine Kommunikation mehr gibt, weil kein Internet und kein Handy mehr funktioniert, wenn es kein Wasser mehr gibt, wenn es... Wasser? Digga, was hat, was denkt der Typ, Alter? Natürlich auch kein Abwasser mehr gibt.
wenn es kein Essen mehr gibt, wenn man keine Bankautomaten mehr hat, mit denen man bezahlen kann, keine Online-Zahlungssysteme, wenn es keine Kühlung mehr gibt für Essen, dann bricht in Deutschland nach wenigen Tagen ein Bürgerkrieg aus. Wir werden dann Plünderungen haben. Das ist völlig klar. Das Nein. haben die Experten alle so gesagt. Wir werden Aufstände haben in Deutschland. Und da muss man sich vorbereiten. Plünderung, das hört sich jetzt so schlimm an, aber was dahinter steht, ist klar. Es gibt Leute, die bereiten sich vor, die legen Vorräte an, die kaufen sich Equipment etc. Und es gibt Leute, die das nicht tun. Und Vorsorge, Essen, Trinken, wichtige Medikamente, wichtige Dokumente. Okay, diese drei Punkte sind schön und gut, aber doch keine Waffen, Jörg. Jörg, Alter. Die das nicht tun, die werden dann versuchen, diejenigen zu beklauen, die Vorräte an... Während der Corona-Pandemie. ...gelegt haben. Ist doch ganz klar. Würde jeder tun. Würde ich auch tun, um meine Familie durchzubringen. Ich würde alles tun, um meine Familie durchzubringen. Und so geht's viel. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin kein Prepper. Und ich bin auch kein Experte in diesen ganzen Vorbereitungen. Also wenn ihr wissen wollt, was ihr für Vorräte anlegen sollt und was ihr für Equipment braucht... Nein, sag nicht, wo man es findet. ...Benzin oder Diesel. Ich habe keine Ahnung. Das okay. müsst ihr woanders in Erfahrung bringen. Okay, ich persönlich kenne mich ganz gut mit freien Waffen aus. Mit Nein, Jörg. Freien Waffen, Nein, aus, Jörg. Böse. Weil ich mich damit schon lange beschäftige. In diesem Punkt kann ich euch Ratschläge geben. In den anderen Dingen eben nicht. Aber eins weiß ich. Wenn ihr Vorräte anlegt und wenn ihr euch Equipment kauft, dann müsst ihr euch auch Gedanken darüber machen, wie ihr diese Dinge denn verteidigen wollt, wenn es zum Äußersten kommt. Und da gehören Waffen nun mal ausdrücklich dazu. Jetzt bin ich noch nicht mal ein Waffenexperte im eigentlichen Sinne. Ich kenne mich nicht mit allen Waffen aus. Eigentlich kenne ich mich nur mit den Waffen aus, die ich selber konzipiert habe und die Firma, an der ich beteiligt bin, die Gogan GmbH, verkauft. Denn die habe ich gründlich getestet, da weiß ich genau, was die können und auch, was die nicht können. Und ich kann euch auch ganz genau sagen, was denn vor dem Winter überhaupt noch lieferbar ist. Denn unglückseligerweise ist das nicht das meiste. Die allermeisten Sachen sind vergriffen, weil es andere gibt, die sich alle diese Gedanken offensichtlich auch schon vorher gemacht haben. So, bevor ich jetzt über die Waffen rede, wie immer die kleine Vormerkung. Denkt dran, wenn ihr mit einer Waffe auf einen Menschen schießt, dann bekommt ihr danach Ärger. Was? Nein, oder? Nein, das glaube ich nicht. Das ist völlig klar. Nein, das passiert safe. Täter nicht. Und nicht als Nein. Verfahren. Ganz egal, in welcher Situation ihr seid, ihr werdet euch dafür verantworten müssen. Mit viel Glück wird es nicht so sein, aber es wird schockierend. Ja, und bedenkt dran, auch ein Blackout, das ist ja keine Zombie-Apokalypse, sondern der hört irgendwann auf und dann übernehmen die Ordnungsbehörden wieder und dann werden sie solche Taten gnadenlos verfolgen. Also, wenn man sich zur Wehr setzt, dann sollte man sich ganz sicher sein. Entweder ich greife jetzt zur Waffe oder ich bin selber dran oder meine Frau oder meine Kinder oder jemand, der mir halt nahesteht. Ja, und ich muss auch sicher sein, das ist das letzte Mittel, das einzige Mittel, was mir zur Verfügung steht. Mit allem anderen geht das jetzt nicht mehr. In so einer Situation ist es einem dann im Grunde auch egal, was danach passiert. Aber man muss damit rechnen, dass man selbst dann angeklagt wird. Ja, also, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, weiß ich nicht, weglaufen, verstecken, lieber das machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, sonst gibt es nur Schlägerei. Ja, und jetzt wird der eine oder andere sagen, du hast ja schon jede Menge Videos gemacht, wie man sich mit Bogen und Armbrust gegen Einbrecher verteidigt. Ja, das ist aber ein anderes Szenario. Also ein Einbrecher, das ist jemand, der halt meistens alleine oder höchstens mit zwei Personen irgendwo einbricht und den es in erster Linie um irgendwelche Dinge gibt, die nicht wirklich wichtig sind. Ne? Also was soll man, da soll er doch den Fernseher mitnehmen von mir aus oder den Laptop, das kann man alles neu beschaffen. Hier geht es um was anderes, hier geht es um Plünderungen, möglicherweise von ganzen Gruppen von Plünderern, die halt kommen und die es auf lebenswichtige Dinge abgesehen haben. Die Jörg. Wollen euer Essen stehlen, die wollen euren Generator klauen. Die wollen alles haben, was ihr angeschafft habt, um euer Überleben zu sichern. Also mit diesen Leuten muss man halt anders umspringen. Und da muss man sich auch anders bewaffnen, wenn man das tatsächlich überleben will. Also fangen wir mal damit an. Einschüssige Waffen halte ich für dieses Szenario für komplett ungeeignet. Ganz egal, was das für eine einschüssige Waffe ist. Ob das ein Vorderladergewehr ist oder ob das eine Armbrust ist, die nur einen Schuss hat oder was weiß ich, ein normaler Bogen. Das ist komplett ungeeignet. Ihr könnt damit keine Warnschüsse machen und das müsst ihr. Ihr müsst ja, wenn ihr eine ganze Gruppe aufhalten wollt, dann müsst ihr denen ja vermitteln, wer möchte denn gerne der Erste sein. Denn je nachdem, wie groß die Gruppe ist, können sie unmöglich alle erschießen. Das funktioniert nicht. Digga, Jörg! Es wird nicht dazu kommen, dass du irgendwen erschießen musst, Jörg. Es wird auch nicht dazu kommen, dass du mehrere Gruppen erschießen musst, Jörg. So viel Magazinkapazität hat ja keine Waffe. Ja, und wenn man dann sieht, die eine Waffe ist leer geschossen, dann hat das eher noch einen Anreiz für die Angreifer, euch dann so richtig zu besorgen. Also kann ich nicht empfehlen. Vergesst Einschüsse. Oh yeah. Und ganz klar, am besten geeignet sind natürlich scharfe Feuerwaffen, Schusswaffen. Möglichst mit hoher Magazinkapazität. Richtig leistungsstarke Schusswaffen, die man in Deutschland Bitte bekommen nicht. Kann. Aber braucht man halt eine WBK für. Das Problem ist, eine WBK gibt es nicht von heute auf morgen.
Also wer jetzt noch keine scharfe Schusswaffe besitzt und noch nicht ganz am Ende eines Zulassungsverfahrens ist, also wer jetzt eine WBK beantragen möchte, für den ist das zu spät. Das schafft man nicht mehr vor dem Winter. Danke. Das dauert in der Regel mindestens ein Jahr, eher anderthalb. Danke. Die einzige Möglichkeit, die vielleicht noch besteht, ist einen Kursus zu machen, einen Jägerkursus zu machen. Da gibt es Jagdschulen, die bieten dann so Blockunterricht an. Das dauert dann 2 Wochen und da könnte man das eventuell noch schaffen, obwohl es natürlich dann auch hinterher noch ein paar Wochen dauert, bis die WBK ausgestellt wird. Aber wenn man Glück hat und die Behörden mitspielen, könnte das eventuell gelingen. Das ist das einzige Szenario. Aber diese Jagdschulen sind wahrscheinlich ausgebucht und besonders oft bieten die diese Kurse auch nicht an. Also ich gehe mal davon aus, für die allermeisten, die jetzt noch keine Schusswaffe haben, ist das keine Option. Ja, dann kann man natürlich auch illegal sich eine Schusswaffe besorgen. Das heißt, es gibt das Darknet. Also dazu, ich habe damit keine Erfahrung. Aber eins ist klar, im Darknet gibt es keinen Käuferschutz. Ne? Also da wird man in aller Regel, wenn man seine Bitcoins abgeschickt hat, gar nichts zurückbekommen. Ne? Das ist gefährlich. Noch gefährlicher ist das Bahnhofsklo, denn da ist es leider relativ wahrscheinlich, dass man eher eins übergezogen bekommt auf der Bahnhofstoilette und nicht die ersehnte Schusswaffe bekommt. Das kann ich also gar nicht empfehlen. Noch dazu ist das selbstverständlich illegal und ich riskiere Haftstrafen, wenn ich das versuche und dabei erwischt werde. Das Risiko ist gar nicht klein, denn die Polizei ist auch im Darknet aktiv und versucht, solche Leute zu finden. Ja, ja, da kann man natürlich sagen, ja wieso, im Knast bin ich doch sicher. Da würde ich nicht drauf wetten. Ob im Blackout der Knast gerade so ein sicherer Ort ist, das weiß ich nicht genau. Und außerdem muss man dazu sagen, wenn man jetzt erwischt wird, dann wird man zum Winter nicht mehr eingelocht, bis da das Gerichtsverfahren angesetzt. Digga, der geht davon aus, dass Leute freiwillig ins Gefängnis wollen, wegen Plünderungen, die zu 100% auch stattfinden werden. Der geht davon aus, dass Leute sich denken, boah, wenn ich jetzt Straftaten begehe, komme ich noch rechtzeitig ins Gefängnis? Da muss ich schon eine große Straftat begehen, wie zum Beispiel Leute töten. Gesetzt ist etc. etc. Also sprich, das nützt einem auch nichts. Ja, Armbrüste. Armbrüste sind grundsätzlich geeignet, wenn es sich um taktische Repetierarmbrüste handelt. Davon gibt es ja jetzt mittlerweile einige, die Edda, die Stinger, die Siege, auch andere Modelle. Also von daher, damit kann man tatsächlich was anfangen. Die sind geeignet für sowas. Ich finde, dass jeder, der sich also auf sowas vorbereitet, so ein Szenario vorbereitet, mindestens 2 Stück davon haben sollte. Eine kleine für Innenräume und eine große mit etwas größerer Reichweite, sodass man auch das Grundstück damit überwachen kann, damit man eventuell Plünderer schon abschreckt, bevor sie überhaupt das Haus betreten. Aber auch in der Etagenwohnung kann eine Armbrust ganz schön sinnvoll sein. Denn wenn sich dann da die Marodeure vor der Haustür oder vor der Wohnungstür versammeln und man schießt 2 Bolzen durch die Tür, sodass die am anderen Ende 20 Zentimeter rausgucken, das schreckt ab. Da gehen die Plünderer vielleicht lieber zum Nachbarn. Die Stinger... Jörg? Also Jörg? Bitte, weg mit dem... Kommt in mehreren Varianten. Das hier ist jetzt hier die kleinste, die Compact. Die Compact hat den Vorteil, dass man echt schnell damit schießen kann und dass sie auch wirklich, wirklich klein ist. Ja, also ich kann die einfach so ausziehen und schießen und dann sehr, sehr schnell schießen und ich kann dabei auch gehen und alles mögliche, alles überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich eine tolle Sache, auch zu gebrauchen für weniger kräftige Sportler. Das ist jetzt eine richtig ausgewachsene Stinger 2. Könnt ihr noch einen Scope drauf montieren, das ist hier vorgesehen. Oder ein Red Dot. Ja, die hat jetzt 90 Pfund Zugkraft, ist aber immer noch ganz gut zu spannen, wie ich finde. Und die hat natürlich auch ein ernsthaftes Maß an Leistung. Bang. Ja, und so lange braucht es auch nicht zum neu durchrepetieren. Bang. Sitzt was hinter. Als nächstes sind wir dann bei der Edda. Seit Jahren am Markt, zigtausendfach verkauft. Über 20.000 Stück haben alleine wir verkauft bei Gogan. Das Ding ist zuverlässig, robust, ausgereift, preiswert, lässt sich toll modifizieren und hat jede Menge Power. Also die ist nicht nur für Indoor geeignet, sondern damit kann man auch den Garten ganz gut abdecken und sie ist auch nicht schwer auszuziehen. Geht den Garten abdecken, ja, was da redet. Bang. Das ist ein Neuspann, ist ebenfalls schnell gemacht. Bang. Und bang. Ist halt eine Edda. Dann haben wir die Siege. Das ist sozusagen die Edda auf einer Bolika. Die hat auch einen Compound-Wurfarm. Viele Teile sind gleich. Etliches ist verstärkt worden, weil die hat mehr als doppelt so viel Energie. Na, da kommt man auf teilweise über 100 Meter pro Sekunde Pfeilgeschwindigkeit. Hier jetzt mit dem Gogan-Magazin ausgestattet. Das hat halt den Vorteil, Jörg, dass für taktische Einsätze. Man sieht, die Pfeile sind hier gekapselt. Taktische Einsätze. Ich kann aber, weil das ja auch eine weiterschießende Armbrust ist, die ein großes Scope montieren, dass sie einfach zur Seite klappen kann. Dann kann ich trotzdem noch einen Speedloader nehmen, alle Pfeile auf einmal nachladen, einfach wieder hochschwenken
verriegeln und fertig. Das Scope ist auch noch in der Neigung verstellbar für weitere Schussentfernung. Ist halt das taktische Magazin, hat aber auch den Nachteil, dass es natürlich die Langpfeile nicht erlaubt. Viele Leute mögen ja die Langpfeile mehr als die kurzen. Deswegen gibt es auch noch andere Magazine. Ansonsten ist die Funktion halt ganz genauso gleich geblieben wie bei der Adder. Es geht ein bisschen schwerer, aber nicht viel. Hat aber natürlich deutlich mehr Leistung. Ansonsten ist das Prinzip natürlich voll. Ja, aber Jörg, wir brauchen noch mehr Feuerkraft, denn wenn das so lange dauert zum einmal ausziehen und da Gruppen kommen, wie es du gesagt hast, dann brauchen wir Schnelleres. Voll beim Alter Jörg, kriegen. Wir brauchen mehr Feuerkraft, Jörg. Jörg, schneller. Das ist eine fantastische Armbrust. Das ist jetzt die Variante aus Lettland. Die ist 3D gedruckt, ist aber gut gemacht, muss ich sagen. 3D gedruckt? Man braucht ein bisschen Nacharbeit, sowohl bei den Pfeilen. Ich habe eine Idee, was wir morgen machen werden. Ich glaube, wir bestellen uns einen 3D-Drucker, oder? Als auch bei dem 3D-gedruckten Magazin, da muss man nochmal mit der Feile bei, in den allermeisten Fällen, damit es reibungslos funktioniert. Da kann man halt die 15-Zoll-Feile nehmen, die sind vorne nochmal geführt. Hier ist das Advanced-Modell, da sind sogar noch rechts und links nochmal Picatinny-Schienen dran. Ja, das Ganze hat natürlich den Nachteil, dass man keinen Schnelllader nehmen kann, weil die Feder ja hier ist. Und eben, wie man schon sieht, die Pfeile liegen halt frei. Und ich finde das bei einer taktischen Armbrust immer ein bisschen schwierig. Gerade wenn ich im Spannvorgang bin, dann sind die natürlich vorne ganz schön lose. Ne? Also das ist, wenn man jetzt auf dem Dach bequem Platz genommen hat, nicht so ein Problem. Aber auf dem Dach? Junge, ich stelle mir gerade Jörg im Winter vor, wie seine Plünderungen passieren. Und es ist auf seinem Dach von seinem 3 Millionen Euro Haus, das er sich finanzieren konnte durch die Waffenverkäufe, wie auf dem Dach sitzt und von oben Leute abschießt. Wenn man damit läuft und schießt und repetiert, sehe ich das eher als schwierig an. Trotzdem und ein ganz laut Schritt, Headshot, Double Kill. Riesiger Vorteil ist natürlich, dass die langen Pfeile nicht so tief in die Matten eindringen. Man kriegt die leichter wieder raus und dann bleiben sie auch länger heil. Also ist eine Geschmacksfrage, ob ich das eine oder andere Magazin haben möchte. Ich persönlich finde das Gogan-Magazin besser, aber das ist kein Wunder, weil ich habe es erfunden. Ich bin also da nicht objektiv. Ansonsten ist die Funktion sehr, sehr dieselbe. Also man hat natürlich lange Pfeile. So. Und Power, Repetiergeschwindigkeit, Preis, letztendlich alles sehr... Jörg, ich glaube, wir brauchen noch mehr Feuerkraft, oder? Das Ding schießen. Das dauert zu lang, Jörg, für einen Schuss. Meine absolute Lieblings-Siege ist aber die von mir gekürzte CIA-Siege. Da habe ich halt alles weggeschnitten, was nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, da gibt es jetzt keinen Anschlag mehr, keinen Anschlagschaft mehr, kein gar nichts. Aber man kann halt geil damit in den Innenräumen kämpfen. Guck mal, wie schmal die aufbauen. In Innenräumen, so Alter. Das ist schon abartig. Bang. Naja, und spannend lässt sich, finde ich, auch trotz des gekürzten Hebels immer noch sehr gut. Das ist aber kein kommerzielles Modell, sondern mein persönliches. Ich finde es das Beste. Wie sieht es mit der Lieferfähigkeit aus? Also Armbrüste sind knappe Ware, aber es sind... Jörg, war's ja schon? Oh Gott, wie sind das bei der Hälfte vom Video? Jörg, sind noch welche zu bitte. Haben. Also wir haben sowohl die mehr Feuerkraft. Wir haben auch bekommen jetzt Jörg, wir müssen schneller schießen. Mit Siege rein. Dafür ist auch das Magazin verfügbar. Ja, was sagt der Modelle ich haben hab Angst. Auch im Lager. Alle, die Compact und auch die Stinger 2 sind lieferbar. Also da sind zwar nicht mehr wahnsinnig viele von frei, aber wenn man sich einigermaßen beeilt, dann kann man durchaus noch so eine Armbrust bekommen. Vergesst nicht, reichlich Pfeile dazu zu nehmen, denn das ist kein Einbrecher-Szenario, wo einem 5 Pfeile reichen. Da sollte man mindestens 30 Jagdpfeile da haben. Und zum Trainieren braucht man natürlich auch ein paar vorher. 30, Jörg, ich habe gedacht, du sagst 30.000. Muss ja auch mit der Waffe umgehen können. Die man muss ja halb Deutschland erschießen, wenn es so weit kommt. Die sind für dieses Szenario ebenfalls sehr, sehr gut geeignet, weil die schießen halt sehr, sehr schnell, die haben Magazin und die sind eben auch bei relativ geringen Auszugskraft schon sehr effektiv. Das heißt, das ist auch etwas für die Untrainierten, vielleicht für die Damenwelt besonders attraktiv. Man kann diese Waffen halt so einstellen, dass sie auch relativ leicht auszuziehen sind. Man kann aber natürlich auch Vollgas geben und dann hat man richtig Power. Ja, der Fenris vom österreichischen Hersteller Steambow. Österreich, also let's go! Das ist ein Repetierbogen mit Pump-Action-Funktion. Ist das die Feuerkraft, die der wir Vorteil suchen? Der Vorteil ist, man kann diese Bögen total gut einstellen. Also das ist jetzt der IK Archery Assassin. Man kann auch jeden anderen Bogen so ziemlich nehmen dafür. 1000 Euro, Alter! Den habe ich jetzt auf ganz schwach eingestellt und noch auf ganz kurzen Auszug. Den kann also wirklich, ein Kind kann den ausziehen. Guckt euch das an, das ist sowas von easy. Also das ist wirklich, wirklich leicht auszuziehen. Das hat den Vorteil, dass man damit sehr, 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 sehr schnell schießen kann. Okay. Und eben auch, dass es für weniger sportliche Schützen echt gut geeignet ist. Okay. Der Vorteil ist, man hat halt einen langen Auszug, das heißt, auch trotz schwacher Auszugskraft hat das trotzdem noch ganz schön Power. Mit Jagdpfeilen ist das auch in dieser laschen Einstellung tödlich. Ja.
und macht einen Heidenspaß. Ja. Tick, ding, ding. Aber die fliegen langsam, Jörg. Die fliegen zu langsam. Wir brauchen was Stärkeres, Jörg. Ne? Also die das muss wirklich das Fleisch durchdringen, Jörg. Kann man das Ding nicht mehr spannen. Kann man also eigentlich keinen Fehler mehr machen. Aber so ein Fenris kann halt ganz anders. Das ist mein persönlicher Fenris. Okay. Der ist jetzt an einem Greyback montiert. Den Greyback gibt es übrigens auch für Linkshänder. 1.100 Euro, Alter. Ich fasse es nicht. Und das hat jetzt so viel Leistung, da könnte ich im Prinzip groß... Immer wenn jemand sowas kauft, Jörgs Haus wird noch größer. Und Jörgs Waffensammlung wird noch größer. Und Jörgs Verteidigungsanlage bei seinem Haus wird auch noch größer. Mit Jagen, Bären, Elche, was weiß ich. Wie jagen es Bären auf einmal, Jörg? Ich habe gedacht, wir schießen auf Menschen. Kann ich jetzt nicht mehr ganz so schnell schießen wie mit dem Schwachen, aber immer noch ziemlich schnell. Und dafür hat das Ding natürlich Dampf ohne Ende. Ne? Jörg. Das hat ein Infrarotvisier. Das hat ein Laserpointer. Da sieht man schon, dass da ganz was anderes hintersteckt, nicht wahr? Okay, das ist die Feuerkraft, die wir brauchen, Jungs. Wir sind dabei, oder? Gleich 10 davon bestellen. Geiles Ding. Und für den Kampf um die Futterdosen absolut, absolut effektiv. Von den Pump Action Repetierbogen gibt es mittlerweile auch ein Economy-Modell von EK Archery, also aus Taiwan. Da ist auch viel Alu verbaut, aber eben auch viel Kunststoff. Das Modell ist dafür wesentlich leichter, lässt sich auch sehr leicht ausziehen, kann auch justiert werden. Nein, der davor war besser. Sehr vergleichbar. Es ist halt fest. Es hat keinen Vorrotvisier. Nein, Jörg, aus. Und die Leistung ist begrenzt. Man kriegt da also maximal ungefähr 45 Joule raus, während man beim Fenris auch über 100 Joule kommt. Aber für diejenigen, die damit einfach nur hin und wieder sich mal verteidigen möchten oder Spaß haben möchten, Das ist eigentlich eine tolle Sache. 450 Euro Gesamtpreis ist echt nicht zu unterschätzen. Die Fenrisbögen sind ab Lager lieferbar in allen möglichen Varianten. Ripshot bekommen wir in den nächsten 2 Wochen wieder rein. Eine begrenzte Stückzahl. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr viel preiswerter sind als die Fenris-Modelle. Und dann kommen wir jetzt zu den Luftgewehren. Also Luftgewehre sind ja auch... Luftgewehre? Jörg, Alter. Beruhigt dich. Viel besser, als sie noch vor 20 Jahren waren. Aber so richtig was anfangen in diesem Szenario kann man nur mit Luftgewehren, die man relativ leicht öffnen kann. Stell dir das Luftgewehre vor, die so eine Durchschlagskraft haben wie eine echte Waffe. Jörg, bitte hör auf. Ich flehe dich an. Hör auf, deine Waffen zu bewerben. In Deutschland haben wir ja für freie Luftgewehre die 7,5 Joule-Grenze. Die hat der Gesetzgeber so gewählt, weil man damit niemand wirklich ernsthaft verletzen kann. Es sei denn, man schießt ihm ins Auge oder so, aber ansonsten eben nicht. Und man muss die auf volle Leistung bringen können, auf eine hohe Leistung bringen können, um da überhaupt was mit anzufangen. Ja, die kleinsten, die da sinnvoll sind, die wir im Angebot haben, sind die FXR Guns, vor allem die Dreamline-Modelle. Die Impact ist nicht auf höhere Leistung zu bringen, jedenfalls nicht so einfach. Bei der Dreamline werden ja die Tuning-Kits mitgeliefert. Die hat ein kleines Kaliber, 4,5 mm. Dafür sind die unglaublich schnell, die kleinen Diabolus. Die fliegen richtig hart. Damit kann man sich selbst verteidigen, obwohl idealer sind natürlich die größeren Kaliber. Ja, hier ist der Huben K1. Digga, das ist einfach eine straight up eine Waffe, Alter. Hier mit dem von mir gewählten 1.700 Euro, Jörg. Red Dot mit zweifacher Vergrößerung, was ich dabei super finde. Die ist natürlich auf 7,5 Joule. Ich habe sie auch im Moment nicht geladen. Obwohl sie natürlich trotzdem schießen würde, wenn ich die Sicherung rausnehme. Also man hört schon, wie schnell die schießt und wie leise die auch ist. Integrierter Schalldämpfer. Bei 100 Schalldämpfer? Joule hat man im Prinzip ein Kleinkalibergewehr, ne? Schallgedämpft. Mit der Feuergeschwindigkeit von einer vollautomatischen Waffe. Ne? Nochmal. Ist es eine Metallplatte? Jörg? Ich bin so froh, dass ich in Österreich lebe und nicht von diesem Typen getötet werde. Wenn der Winter kommt und 3 Stunden Stromausfall ist. Junge. 4 Sekunden für 19 Schuss. 4,8 Schuss pro Sekunde. 288 Schuss pro Minute. Er übertreibt seine Lage.
Das ist die berühmte AEA Precision Airguns HP Max im Kaliber 9mm. die ganze Waffe hat einen serienmäßigen Klappschaft. Das heißt, man kann damit im Prinzip wie mit einer etwas größeren Pistole durch die Gegend gehen. Also auch das für Indoor-Fight super geeignet. Aber ich kann eben damit auch längere Distanzen schießen durch das Zielfernrohr. Wir bieten auch einen Schalldämpfer an, denn in der offenen Version ist das Ding echt, echt laut. 8 Schuss im Magazin und das Ganze mit Zylinderverschluss wie beim Karabiner. Super Teil und verkauft sich tierisch gut. Ja, der ist doch. Oh, this one went straight through. Great for stopping zombies. Das könnte einen Menschen töten. Jörg verkauft uns hier. Jörg, Alter. Direct hit. Tja, last not least. Die Challenger im Kaliber 50. Das ist einfach ein Sniper, Mann. 12,7 mm. 6 Schuss im Magazin. Seitenspannertechnik. Also das Magazin ist jetzt leer. Ich schieße einfach nur mal so. Ist natürlich 7,5 Joule. Aber man hört schon, das ist der Hammer, der da das Krach den Krach macht, nicht die Luft. Bei 7,5 Joule verschießt man dann mit Gummikugeln. Haben wir gerade eben die F-Zulassung für bekommen. Ja. Fokus mal hier, genau. Das heißt, wir haben F-Zulassung dafür und nehmen auch ab sofort Bestellung an für die Waffe. Ausgeliefert wird dann vermutlich ab November, also gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig, Jörg, damit wir auch unser Heim verteidigen können, Jörg. Mit 600 Joule ist das der absolute Hammer. Das ist danke, Jörg. Die Muskete unter den Luftgewehren, aber auch tierisch präzise mit den fetten Bleibatzen. Die Luftgewehre, die man offen machen kann, dazu muss ich nochmal ganz klar sagen, das ist illegal, es sei denn, man hat eine Waffenherstellungserlaubnis, also zum Beispiel ein Büchsenmacher, der hat sowas. Der darf also aus einer solchen Waffe eine Erlaubnispflichtige machen, aber dann darf er nur an jemanden abgeben, der auch dafür eine Erwerbsberechtigung hat, also eine WBK. Und wenn man das zu Hause macht, dann ist das zwar technisch leicht möglich, ist aber verboten. Danke, Jörg. Bitte gib nochmal Anleitung. Muss man dazu sagen, dass das vielen Leuten in so einem Katastrophenfall piep egal ist. Und ich glaube auch, die Polizei hat da was anderes zu tun. Die haben da ganz andere Sorgen, als ein aufgebautes Luftgewehr sicherzustellen. Aber man muss... Was zum Beispiel, Jörg? Was? ...schon bedenken, dass es illegal ist. Und ich kann das zumindest, solange die öffentliche Ordnung noch besteht, niemandem empfehlen. Also... Wieder redet die öffentliche Ordnung bestehen. Digga, der übertreibt die Lage. Möglich und ist auch eine gute Gewissensberuhigung, so ein Ding zu haben, aber ansonsten... Nein, ist es nicht! Ja, das ist der Scuba-Ringer hier in vielleicht finde ich aber nichts für deine Nachbarn, das ist die Jörg. Alte Variante, die neue haben wir noch nicht reingekriegt. Na, mit Kipplauf. Ich habe hier 2 Kartuschen, die ich wechseln kann, wie Schrotpatronen. Und die neuen haben noch bessere, noch gemeinere Harpunen. Kann man da theoretisch Schrotpatronen reinmachen? Ja. Okay. Danke für die Info. Ich habe Angst. Das ganze Ding hat dann auch nochmal eine Verlängerungsoption für lange Spitzen und eben 50% mehr Leistung. Zweischüssig und komfortabel mitzunehmen. Zur Lieferbarkeit, FX-Waffen haben wir am Lager. Bei der HP Max haben wir die ersten beiden Container sind vergriffen. Die kommen jetzt die nächsten Tage rein. Da sind die ersten 4000 Waffen sind verkauft. Ja, der Digga, 4000 Leute... Nein, Alter. Dritte Container, der wird wahrscheinlich irgendwann im September eintreffen. Vielleicht wird es auch Oktober werden. Wir brauchen dann natürlich noch eine Zeit, bis wir es ausliefern können. In dem Container sollen dann aber auch andere Dinge drin sein, wie zum Beispiel die Challenger und wie auch die Scuba-Ringer. Die was glaubt ihr, kommt zuerst an Jörgs Waffen oder mein Steam Deck? Weil das ist auch auf Oktober gesetzt. Modelle, ne? Also von daher, das wird dann Herbst. Also es wird ganz knapp noch vor dem Winter. Was glaubt ihr zuerst? Man kann jetzt die Challenger schon bestellen, die HP Max sowieso. Jörg, die Scuba-Ringer ist dann bestellbar, wenn wir neue Videos und Fotos gesehen haben von den neuen Varianten, wie sie dann auch schießen. Denn das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, das waren meine Ausführungen zum Thema, welche Waffen sind denn bis zum Katastrophenwinter 2022/23 noch zu bekommen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Kommentare habt, gerne. Ne? Wir können da gerne drüber diskutieren. Denkt dran, ich will niemanden Angst machen und auch keine Panik. Ich will euch nur ein paar Tipps geben, danke, für die sich vorbereiten wollen, was ich für sinnvoll halte. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke und bye-bye. Okay. Hat mir so gefallen. Jetzt kommt die endliche Zusammenfassung. Danke für den Input. Als Plünderer werde ich das berücksichtigen. Vielen Dank für die vielen... Aber jetzt ist auch gut. Vielen Dank und viel Erfolg beim Eigenschutz. Was Jörg mal machen sollte, ein Video, wie man sich gegen sowas verteidigen kann.
Der soll mal so Rüstungsvideo machen. Da war ich dabei. Das wär wild. Oh Gott, Junge. Digga, Jörg, Alter. Jörg. Von dem Kanal müssen wir öfter vorbeischauen.